Hey Leute, es geht wieder weiter hier bei Let's Play Mega Man 2. Wir nehmen uns Airman dieses zum Anfang heute hier vor. Whatever. Da. So. Die Stage fand ich schon immer ein bisschen eklig, halt, weil man doch, wenn man nicht ganz aufpasst, schnell mal runterkrachen kann. Na komm, hör noch runter, dankeschön. Na komm, runter, dankeschön. Geh runter, danke. So, das letzte Ende hier noch. Mit dem Plattform hier. Aber es geht natürlich weiter mit Airman hier. Mit der Airman Stage. Jetzt. Nächstes. Kaputt. Ich kann es einfach nicht zulassen, dass da... Ja, und da sind die Wolken natürlich scheiße. Alles fein ausgeklügelt. Kennen wir ja von den Asiaten so. Und damit heißt es zweite Hälfte dieser ausgeklügelten Technik hier, die ein bisschen schwieriger wird, wie ich selber finde. So, jetzt haben wir das da freigeschaltet. Jetzt müssen wir hier nochmal ein bisschen stallen. Ah ne, ich glaube, da war ich einen Ticken zu spät. Ich muss nämlich mich da treffen lassen. Ich glaube, ich bin da ein bisschen zu spät. Ich fühle mich da nicht so. Na, super, ein Leben weg. Ja, so ist gut. Ich traue mich gerade nicht, ey. Hätte ich mich super geärgert, wenn ich da jetzt gestorben wäre. Oh ja, komm. Aber das kennen wir ja schon. Na, kommt da ein Ei? Ich habe keine Lust drauf. Na, noch was? Komfort. Da, okay, sehr schön. Oh, weg mit dir. Jetzt müssten wir auch gleich beim Boss sein. Ich nehme schon mal die entsprechende Waffe, nämlich die Woodman-Waffe. Das ist halt diese Schildwaffe. Wenn ihr so wollt. Also bei mir ist es eine Schildwaffe. So, wir warten erstmal hier links, bis seine Phase halt vorbei ist. Und tot.
Get equipped with Air Shooter. Naja, oh super, eine Nachricht wieder. Oh Mann, ja, krieg ich Item 2 halt. Ich würde sehr gerne vorspulen, also könnt ihr mir glauben, also. Get Rage! Oder wenn der Text wenigstens ein bisschen schneller sein würde. Oh, ich verlange ja nicht mehr, gar nicht mal so viel, ey. So, dann Quickman. Ah ja. Die Stage ist das Problem mal wieder. Kennen wir ja. So, jetzt kommt Item 3 zum Einsatz. Weil ich da ein Leben einsacken möchte. Das sieht nämlich so aus. Ja, und ihr seht schon, hier sind die berüchtigten Quickman Instant Death Stacheln. Oder vielmehr Strahlen. Stacheln sind ja was anderes. Habe ich zwar einen E-Tank verpasst, aber da komm ich krieg's einfach nicht hin, da hinzukommen. Sorry. Okay, Energie, bin ich sehr froh drum. Und die natürlich auch. Ein bisschen Energie droppen wäre cool. So, jetzt Flash. Die Flash-Waffe halt just in case. Das ist halt der schwierige Part jetzt, hier zu überleben. Die Flash-Waffe ist halt für den Notfall gedacht. Wenn ich denke, dass ich es nicht schaffe. Nach rechts. Nee, halte ich lieber an. Ist mir zu heikel. So, das läuft jetzt so lange runter, wie ich noch Energie habe. Ich denke mal, da bekomme ich Schaden. Ich kann es halt nicht auch nicht anhalten. So, den Max werden wir gleich los. Indem wir halt die Airman-Waffe benutzen. Und dann können wir ganz gepflegt mit der mit dem Metal Blade weitermachen. Ich wäre jetzt schon ein bisschen angetan. Um ein wenig Lebensenergie. Ein wenig Lebensenergie bitte. Ach, fuck it. Ist da noch eine? Ich möchte etwas Lebensenergie haben. Wäre das im Rahmen des Möglichen? Ich hoffe. Ach, wieder nicht, ey. Ich möchte leben. Ich will da kein Leben verschwenden gerade. Sag ich ganz ehrlich, meine Meinung. Hinterlass du mir doch mal was Ordentliches, ey. Sonst können sie doch hier sonst was immer mehr geben, ey. Und jetzt kommt hier nix, ey. Typisch, typisch Capcom wieder, ey. Ich möchte da kein Leben verschwinden. Ich will nur ein großes, mehr will ich doch gar nicht. Und ich will auch keinen E-Tank einsetzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ey! Okay, dann muss ich mich wohl sterben lassen, höchstwahrscheinlich. Mann, ich. Na, okay. Gehen wir einfach hin. Ich denke mal, da droppt mir jetzt keine mehr was. Ah, Fug. Na egal. Okay.
Okay, gehen wir das an. Ich denke mal. Na gut, ein Leben, dass ich das eine extra Leben halt verloren habe, ist, denke ich mal, nicht so schlimm. Mein Flash ist, denke ich mal, auch. Ja, es ist immer noch leer. Komm. Ja, okay. Ich hatte schon Angst, dass ich jetzt hier ein Leben oder ein E-Tank verbrauchen muss, ey. Na egal, sind wir halt wieder sozusagen in der Ausgangsposition. So, den letzten, denke ich mal, machen wir auch. Beziehungsweise den dritten Boss für diesen Part machen wir, hängen wir auch noch hinten dran. Stage Select und das ist Trashman. Wo ich finde, die Stage hat ein bisschen Ähnlichkeit mit der von Alecman aus dem ersten Teil. So, erstmal die Waffe wieder. Lass uns hier mal treffen. Interessiert uns nicht weiter. Wir kriegen ja eh zig Leben zugespammt. Oh, ein Leben! Gib her. Da ist er wieder. Lass ich mir natürlich nicht entgehen. Beim Zweier muss ich auch sagen, also wer in die Serie wirklich einsteigen will, würde ich dem Zweier doch extrem empfehlen. Der ist mitunter noch der einsteigerfreundlichste Titel. Zumindest von den NES-Teilen. Zu den anderen kann ich bisher nichts sagen. Die habe ich noch nicht gespielt. Eventuell 9 und 10... Gibt's ja auf dem 360 Mark. Vielleicht kommt das demnächst ja noch auf meinen Kanal rauf. Lassen wir uns einfach mal von der Zukunft überraschen. Was halt so noch kommt. Ich überlege noch, ob ich es kaufen soll oder nicht. Ich bin wirklich da noch ziemlich krass am Überlegen. Weil ich habe ja genug Microsoft Points. Ja, also halt die Sonne-Szenen, die ähneln doch recht stark an Alecman, bloß halt die Gegner sind nicht da. Oh, ich vergaß, da war ein Gegner. So. Das ist immer so eine heikle Stelle. Ich habe immer Angst, dass der mich runter, runterschmeißt, wenn ich nicht richtig land. Okay, Energie. Wir nehmen die rechte Leiter. So, wenn wir ganz oben sind, muss ich erstmal checken, wie viele E-Tanks ich überhaupt habe. Und die Eier, die gehen mir hier auch auf den Keks. Ich wollte gerade nicht Eier zweimal im selben Wort sagen, deswegen Keks. So, da haben wir einen E-Tank. Da gehen wir jetzt hier so rum und jetzt gucken wir mal, wie viele Tanks. Okay, ich habe noch für einen Platz. Ich nehme jetzt Item 2. Den werden wir im nächsten Part auch noch sehen. Einfach so und dann das Metal Blade nehmen. Dann sind wir auch schon fast wieder am Ende dieser Stage. So, nehmen wir die Airman-Waffe. Das ist halt die Schwäche von Crashman.
halten wir den down. Das ist halt der Bombman-Klon, wenn ihr so wollt. Und später gibt es noch eine richtig ekelhafte Stage, die sich um seine Waffe dreht. Also. Wird relativ gegen Ende sein. So, und dann würde ich sagen, nehmen wir uns Heatman fürs nächste Mal vor. Also, bis zum nächsten Mal hier bei MM2. Also, bis dann und ciao.